dann, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei Werder Bremen 2 am Sonnabend, Anstoß 14 Uhr am Weserstadion. Die Gästekasse öffnet um 12 Uhr. 1.500 Karten sind im Vorverkauf an Hansa-Fans schon weggegangen. Also wir rechnen durchaus damit, dass es noch mehr Hansa-Fans werden, die uns dort vor Ort unterstützen. Es gibt noch wichtige Gästeinformationen auf unserer Homepage zur Anreise. Parksituation sollte man sich unbedingt vorher noch mal durchlesen. Christian Brandt, personell habe ich nur Tommy Gruppe auf dem Zettel, der individuell trainiert aufgrund seiner Bauchmuskelzerrung. Gibt es noch andere Ausfälle? Ja, Michael Gadaski wird ausfallen, der hat einen Infekt. Und das ist es eigentlich. Okay, gut, dann legen wir gleich los mit euren Fragen. Lasse hat ein Mikro dabei und kommt dann zu euch, wenn ihr eine Frage haben solltet. Dann haben wir Adrian Wittwer von der Bild-Zeitung, der den Anfang macht. Was ist mit Matthias Henn? Ist der bei 100%? Ja, es war heute so eine Vorsichtsmaßnahme, ist ausgestiegen beim Training. Müssen wir mal sehen morgen. Also bis jetzt gehe ich davon aus, dass er spielen kann. Jan Dittjugert, NDR 1 Radio MV. Nachdem Sie in der dritten Liga ja nun doch die wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt haben, so ein Spiel wie am Montag, kann sowas dann nochmal so einen richtigen Stimmungsknick verursachen? Ach, das ist schon längst erledigt. Niemand interessiert mehr das Spiel vom Montag. Sven Grieser, Antenne MV. Ist es eigentlich ein Vorteil, im Anführungsstrichen großen Stadion spielen zu dürfen? Also, ich sehe es einfach ganz pragmatisch. Der Platz ist einfach super dort und darauf freuen wir uns. Das ist ein super Fußballplatz. Viele Fans von uns, die dort sein werden. Also von daher wird es sicherlich ein schönes Ereignis. Adrian nochmal. Voriges Jahr, als Hansa gerettet war, 2 Spieltage vor Schluss, gab es auch ein Auswärtsspiel bei einer Amateurmannschaft, wo ja, der Druck raus war und das Ergebnis und die Leistung ziemlich desolat waren. Wie können Sie denn ausschließen, dass es diesmal auch passiert bei einer Amateurmannschaft, wo man auch quasi schon gerettet ist? Ja, also das liegt schon allein in der Tatsache, dass wir noch nicht komplett gerettet sind. Also dass wir wahrscheinlich noch 2 Punkte brauchen, um ganz sicher zu sein. Und ja, letztes Jahr haben wir dann auch viele Jungs eingesetzt, die nicht so viele Einsatzzeiten hatten, eben aus dem Grund, weil wir schon gerettet waren. Und das wird jetzt dieses Mal nicht der Fall sein. Adrian? Wie sieht es mit Timo Gebhardt aus, körperlich, und hat er Ihrer Meinung nach in dieser Woche die Liga verstanden? Ja, also Timo hat trainiert bis jetzt, die gesamte Zeit, hat auch am Montag gespielt. Und ja, das ist immer ein Thema, weil er ein guter Spieler ist, das sieht man ja auch immer im Training. Und da müssen wir schauen, wenn wir ihn mal einsetzen dann in der Liga, wie es dann ist. Es ist ja nicht so, dass er das grundsätzlich nicht immer versteht oder verstanden hat, sondern dass es immer mal wieder Momente gab, wo man denkt, in der dritten Liga müsste man vielleicht teilweise anders spielen. Das weiß er auch, da haben wir auch drüber gesprochen und Timo weiß, was gefordert ist. Aber ist er dann für Samstag ein Thema oder können Sie es zu dem Zeitpunkt schon ausschließen? Also es kann sein, dass er im Kader ist, das ist auf jeden Fall eine Option und da müssen wir alles Weitere mal sehen. Tja, sollte es tatsächlich keine Fragen mehr geben, danke ich fürs Erscheinen. Ihr habt morgen nochmal um 10 Uhr Training? Ja. Und dann geht's nach Bremen. Dann sehen wir uns am Sonnabend alle in Bremen. Vielen Dank fürs Kommen.